Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder Planet Zoo. Und ich werde das Flamingo-Gehege bauen, also das neue, damit die endlich wegkommen. Ich habe wieder dasselbe Dach genommen und halt im selben Stil gemacht. Ich werde den Stil jetzt auch für die meisten Sachen im Zoo so weiterverwenden. Man sieht das jetzt nicht so gut, aber zwischen Mitarbeiterraum und, also Mitarbeitergebäuden und Flamingo-Haus werde ich wahrscheinlich irgendwelche Deko-Sachen hinstellen, irgendwelche Pflanzen oder so, damit das halt nicht ganz so leer ist. Aber wenn ich das andere noch, die Ecke noch lassen hätte, wäre das gleich viel zu groß waren, das Gehege. Dachte ich zumindest am Anfang, weil jetzt ist es ein bisschen zu klein gewesen, deswegen musste ich ein paar Flamingos verkaufen. Aber ich hatte 27 Stück dadurch. Das ist kein Problem. Ich glaube, ich habe jetzt noch 9 Erwachsene und eine Menge Jungtiere, die ich halt mit der Zeit dann auch freilassen werde. Ich habe auch überlegt gehabt, ob ich über die Mitarbeitergebäude, weil es ja ein flaches Dach ist, dass ich dort ein neues Schneeleopardengehege mache, also so ein Schneeleopardenhaus wieder, wo die Besucher halt oben gehen können und die Schneeleoparden anschauen. Nur der negative Einfluss von den Mitarbeitergebäuden ist einfach viel zu groß, deswegen geht das nicht. Ich habe mir halt beim Flamingo-Haus gedacht, das ist so cool, wenn man irgendwie ins Haus reingehen kann. Ich wusste halt nicht, was ich auf der anderen Seite mache, deswegen ist es jetzt mal so ein schmaler Durchgang. Vielleicht kommt auf die andere Seite noch irgendein anderes Tier mal. Muss ich mir noch anschauen. Ich habe mich echt ein bisschen verschätzt. Ich dachte wirklich, dass es größer ist. Also so wie bei den anderen Gehegen auch. Ich habe auch keine normalen Zäune verwendet und noch nicht diese dicken Steine, wie ich bei den Warzenschweine verwendet habe, sondern habe so dünne Mauern gemacht und eben so eine Verzierung oben hin. Und das schaut einfach viel besser aus. Ich denke, das werde ich im Laufe der Zeit auch bei den Warzenschweinen machen. Also werde ich auch nicht aufnehmen, das kann ich euch dann zeigen, wenn es fertig ist. Denn einfach so die Mauer ist ja unnötig. Ich habe jetzt eigentlich hier schon den Großteil, also es sind jetzt 3 Tierarten, aber ich habe ja nicht zu viel mehr gehabt vorher. Das heißt, die ganzen Vivarien hätte ich noch, also die Skorpione, die Schneeleoparden, die Flusspferde und dann halt noch das ganze Wüstenhaus, wobei ich beim Wüstenhaus mir echt denke, das kann ich eigentlich draußen stehen lassen. Zumindest solange ich keinen besseren Platz habe dafür. Als Wüstenhaus will es noch eine Zeit lang so stehen, wie es jetzt da ist. Und irgendwann werde ich ein neues bauen, aber das bleibt erstmal außerhalb vom Zoo. Wenn ihr irgendwelche Ideen oder Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr mir die gerne reinschreiben. Oder wenn ihr irgendein Tier besonders gern sehen wollt. Ich habe mir überlegt, dass ich einmal ein Affenhaus noch bauen will. Eine Raubtieranlage und eine Bärenanlage. Also Bären will ich halt Pandas wahrscheinlich nicht reinnehmen, sondern nur Grizzlies, Isabellbären und die taiwanischen Schwarzbären. Und Raubkatzen nehmen, alle möglichen Löwen, Tiger, Schneeleoparden. Ich habe echt noch ein paar Ideen für den Zoo. Aber ich weiß halt nie so richtig, wie ich die gescheit unterbringen soll, dass das halbwegs gut ausschaut. Denn hier wusste ich auch nicht, ich habe überlegt, ob ich gleich hier vorne die Schneeleoparden eben machen soll. Auch wenn ich es nicht über die Mitarbeitergebäude baut hätte, sondern an die Gebäude, wo jetzt halt das Flamingo-Dings ist. Und irgendwie war ich dann auch unzufrieden, weil Schneeleoparden gleich am Anfang wollte ich eigentlich nicht haben.
unten wieder in die ersten Flamingos drin waren, habe ich schon gesehen, dass das Gehege zu klein für die ist. Das Wasser konnte ich aber auch nicht mehr verändern, weil ich so nicht mehr neu hinsetzen habe können auf die Höhe. Das war ein bisschen nervig. Ansonsten hätte ich nämlich noch ein bisschen mehr Erdfläche machen können. So habe ich das halt mit Steinen probiert zum Lösen, dass die dort halt noch ein bisschen herumgehen können. Und dann mit so Holzbrettern, wo die drüber gehen können. Jetzt passt es halt eben für 9 erwachsene Flamingos und ein paar Jungtiere. Und mehr brauche ich halt auch nicht. Grundsätzlich bin ich eigentlich zufrieden mit dem Gehege. Man hätte es noch besser machen können, auf jeden Fall. Ich hätte auch gern irgendeinen Baum oder so drinnen gehabt, der ein bisschen größer ist. Aber das weiß ich halt vom Platz nicht mehr ausgehen. Vielleicht kriege ich den auf einer Ecke noch rein. Niala habe ich auch zwei Jungtiere gekriegt in der Zeit, wo die Flamingos verlegt wurden. Das sind ein Männchen und ein Weibchen, glaube ich, gewesen. Mit Bronzestatus beide. Aber das Männchen wird wahrscheinlich eh wieder verkauft werden. Und vielleicht behalte ich ihm das Weibchen. Muss ich mir noch anschauen. So, und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.